Hallo zusammen, Michi ist wieder Attila und schon wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es ein Format, das wir eine Weile schon nicht mehr hatten, und zwar Waste of Money World of Warcraft Edition. Und da wollen wir uns ja wieder ein bisschen dem Gold entledigen. Ich möchte wieder einige teure Sachen kaufen. Wir hatten ja in, ja, vor allem Ende Shadowlands einige TCG-Mounts gekauft und andere Geschichten, die einige Millionen Gold gekostet haben. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen T-Mog holen. Und da möchte ich auf verschiedenen Servern mir ein bisschen was zusammenkaufen. Hab da auch schon so eine kleine Tabelle eingerichtet. Und ich würde sagen, wir steigen da mal ein und ich kann euch mal zeigen, in welche Richtung ich gehen will. Ich bin ja in letzter Zeit ein bisschen mit dem Add-on All the Things am Arbeiten. Und hier gibt es einige, ja, seltenere Items, zum Beispiel so World Drops. Und die kosten, oder halt so Zonendrops in Dungeons und World Drops. Und diese Zonendrops, ihr seht hier 200.000 sind wir hier, oder da mal 500.000, hier 2 Millionen sagt er, hier sagt er 4 Millionen, ne, 500.000. Also die sind schon relativ teuer. Und vor allem, die sind fast nie auf dem Server drin, auf dem man selber spielt. Und dementsprechend muss ich da so ein bisschen weiter gucken. Und wir wollen uns jetzt heute ein paar von den Sachen kaufen. Und ja, mal schauen, ob wir ein bisschen günstigere Preise rausholen können, als das hier der Fall ist. Ich arbeite da mit einem Add-on, beziehungsweise mit einer Seite. Das Add-on ist jetzt hier All the Things und die Seite ist der Undermine Journal. Und hier kann man einfach zum Beispiel Items eingeben und dann sich so ein bisschen raussuchen, ob man die auch vielleicht auf einem anderen Server ein bisschen günstiger kriegt. Und da kann ich jetzt mal irgendein Item eingeben, zum Beispiel hier haben wir eine Taille. Und diese Taille habe ich vorher auf einem Server gesehen. Dann sieht man, okay, wo ist die drin und für was für einen Preis. Und kann sich dann halt über Leute, die auf verschiedenen Servern Gold haben, Gold hin und her tauschen lassen. Muss dann zwar ein kleines Fee zahlen, aber kommt dann meistens bei so teuren Items ein bisschen günstiger raus. So, und das Erste, was wir uns jetzt angucken wollen, ich bin schon mit einem zweiten Account hier auf einem Server. Und zwar war das jetzt, glaube ich, Blackhand. Ich habe mir hier einen Testschal gemacht. Die kann man sich ja basteln, sind 48. Leider nicht 50, also man kann sich leider die BFA-Sachen nicht kaufen, aber hier haben wir jetzt schon mal zwei Items, beziehungsweise eins habe ich im Inventar, das ist der Windkraftstab. Da seht ihr, regionaler Marktpreis sind hier bei dem Windkraftstab 578.000 und 12 Gold, also einiges, eine halbe Million ist der durchschnittliche Marktpreis. Da können wir jetzt dann auch auf der Undermine Journal gucken, beziehungsweise ich habe hier schon eine Tabelle, da können wir das mal eintragen. Hier den Windkraftstab und dann war das vom Preis her, wir machen jetzt mal nur Tausender Beträge, weil die 12 Gold, die können wir uns echt schenken, 578.000. Sonst wären die Zahlen so groß. Also, genau. Und was habe ich dafür gezahlt? Ich habe 200.000 gezahlt. Ich habe da mit einem Kollegen, dem allerlei Gamer aus dem Stream kennt, der eine oder andere vielleicht, ausgemacht, dass er den vor 2 Wochen für mich kauft. Und ja, da hat er mir den für 200.000 hier gekauft auf seinem Server. Bittererweise, ich sag's euch, bittererweise, mittlerweile ist der auf Twisting Netter, habe ich ihn auch gefunden, ist der 75.000. Also ich hätte mir noch einige sparen können, wenn ich gewartet habe, das weißt du manchmal nicht, ne? Und da ich mich ja an so Deals halte, hat er sein Gold gekriegt, habe dem 200.000 gegeben und ich habe den Stab gekriegt. Hier hätte ich ihn wahrscheinlich günstiger holen können, aber naja. Das, ihr seht, auf allen EU-Reams ist das Ding im Moment genau dreimal drin, also alle russischen, alle deutschen, englischen, französischen, also wirklich alle EU-Reams werden hier abgedeckt. Zwei andere gäbe es noch, einmal hier für 600.000 und einmal hier, ach ne, warte mal, wo haben wir es genau, 600.000 und dann hier 660. Ich bin jetzt mit meinen 200.000 nicht schlecht gefahren. Ich hätte ihn halt noch günstiger kriegen können, aber naja, das weiß man natürlich vorher nicht. Genau, den haben wir einmal gekauft. Vieh, also Kosten fürs Gold rüberhandeln, hatte ich keine, der hat quasi 1:1 gehandelt, was ganz gut ist. Und ja, da sind wir zumindest auf dem durchschnittlichen Marktpreis deutlich besser gefahren. Ein zweites Item, was ich hier noch gefunden habe, und zwar habe ich hier mit einem Add-on, das ist Collectionator, so rum, habe ich mir ein Item rausgesucht. Da bei dem Add-on werden übrigens auch die 2 Transmog-Sachen angezeigt, ganz praktisch, deswegen arbeite ich mittlerweile damit. Gibt es hier für, halt nicht 20.000, hier, Moment, da wird irgendwie 200.000 gesagt. Hier steht 20. Ich hoffe, dass das jetzt, dass ich mir trotzdem kaufen kann. Wie spackelt das? Search for Alternatives. Oh nein, ist der jetzt für 200.000 drin, der Gürtel? Oh boy, anscheinend
Ist das ein Anzeigefehler? Ja, der wurde anscheinend rausgekauft. Ja gut, dann kaufen wir uns den doch nicht mehr, dann kriegst du deine 20k zurück. Schade, ich hätte mir gern das zweite Item auch noch geholt, aber der wurde anscheinend mittlerweile rausgekauft. Da war ich jetzt nicht schnell genug, wo ich gescannt habe. Schade, dann können wir das Item leider nicht holen, aber zumindest den Stab, den lernen wir jetzt einmal. Das ist nämlich einer von den Items, die jetzt hier aus dem Scharlachroten Kloster sind und die haben halt wirklich eine richtig miese Dropchance. So, das Item haben wir gelernt. Und dann würde ich sagen, suche ich ein bisschen weiter und guck mal auf dem nächsten Server, werden wir jetzt noch ein bisschen Gold hin und her handeln lassen. So, da, ich bin jetzt auf dem nächsten Server eingeloggt und zwar bin ich auf Alexstrasa jetzt. Da habe ich auch noch zwei Items im Auktionshaus gefunden. Und zwar haben wir einmal hier ein Item für 33k gekauft und eins für 18.000. Wir haben hier Metallarbeiter-Handschuhe. Das ist aus den Todesminen ein Item, aus den klassischen Todesminen. Und zwar seht ihr, das Item has been removed from the game. Also es ist nicht mehr im Spiel erhältlich und solche Sachen sind meistens relativ teuer. 33k muss ich sagen, ist für ein removedes Item eigentlich ein relativ guter Deal. Und das zweite, was wir haben, Gürtel des Schatzsuchers für 18.600. Und zwar der Gürtel des Schatzsuchers, können wir hier mal gucken, ist, wenn ich bei Dungeons reingehe und machen wir mal Classic kurz zu, hier auf Wrath of the Lich King gehe, seht ihr, ist das letzte Item, was ich in Azyol Nehru brauche. Und das ist ein Item, das normalerweise in durchschnittlichen Region Marktwert von 476.000 Gold hat, hat einfach den Grund, man kann es nur in Azyol Nehru AC farmen, ist ein Trash-Drop und Azyol ist ein bisschen buggy, du kannst irgendwie nur zwei Mobs in der kompletten Instanz looten, das sind irgendwie so zwei Neruba vom Endboss, warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen, aber das Item zu farmen, das kannst du knicken, das ist so ein ätzendes Teil und das habe ich jetzt hier sehr, sehr günstig gefunden, meistens habe ich es nirgends unter 300k gesehen und da war es jetzt halt einfach für 18k drin, was eine sehr, sehr schöne Sache ist, ne? Jetzt können wir das auch gleich nochmal eintragen. Und was noch schöner ist, hier auf Alexstrasa habe ich tatsächlich das Gold geschenkt gekriegt von dem Pasina, einem aus dem Stream. Der hat mir das geschenkt, die insgesamt 52k. Sehr nice an der Stelle nochmal. Danke. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die mal raus, die beiden Items, und fügen die auch mit in die Tabelle zu. Dann mache ich das bloß auf dem zweiten Bildschirm, dass ich das ein bisschen hier rüber kopieren kann. Also den Gürtel haben wir einmal und dann haben wir einmal die Hände. Und ja, was, jetzt gucken wir mal. Also der Gürtel hat einen Marktwert von 476.000. Die zerhackten lassen wir jetzt mal weg. Und dann haben wir die Hände. Die haben einen Marktwert von 143.000. Ich habe die Hände für 33k gekauft. Und den Gürtel habe ich gekauft. Wie viel waren das jetzt? 18.000 etwa. Machen wir 19.000, runden wir das mal auf. Okay. Dann könnt ihr jetzt sehen mit meiner Tabelle. Kosten hatte ich tatsächlich 0 Gold bei beiden. Und dementsprechend ja, haben wir da auf jeden Fall einiges plus gemacht. Gut, so viel dazu, dann lernen wir die noch, dass die jetzt auch hier aus der Liste einmal rausfliegen. So, und jetzt kann ich eigentlich den Char auch schon wieder löschen. Mehr brauche ich da tatsächlich nicht. Wir haben noch 100 Gold über, sehe ich gerade. Die wollen wir natürlich nicht raushauen. Komm, wir gehen auf Kampfhaustiere und kaufen irgendwas für 100 Gold und lernen das dann. Dass mir nicht nachgesagt wird, ich habe 100 Gold verschwendet. Das hier kann ich kaufen, ne? Ein Mana-Würmling. Haben wir hier noch so. Komm, wir kaufen das Pet hier, das wird gelernt. Dann haben wir nicht ganz 100 Gold gewastet. Das kann ich dann auf irgendeinem anderen Server nochmal verkaufen. So, das hier sind nämlich, wie gesagt, alles Testchars. Dann kann ich halt die Sachen auch lernen, zumindest bis Stufe 58. Ja, genau. Ne, 48, so rum, nicht 58. Und ja. Da ist es aber ein bisschen problematisch, denn man hat nur eine gewisse Anzahl an Testchars, die man in der Woche erstellen kann. Ich meine, es waren 4-5 rum, also muss ich dann nachher gucken, nicht, dass es mir so geht, dass ich dann zu viele Testchars erstellt habe. Aber ich habe zwei Accounts, also es müsste eigentlich schon rausgehen. So, dann bin ich weiter gelockt. Und zwar bin ich jetzt auf einem Char auf Antonidas, da habe ich ja eh Chars.
Und hier habe ich mir auch nochmal eins für Items rausgesucht, die ich gerne haben wollen würde. Jetzt hier die Nachbildungen sind es nicht. Das ist ein Ingi-Item. Hier die Schuhe. Die habe ich auf einem anderen Server gesehen. Für knappe 60k. Und dachte mir, MOP World Drop. Dann habe ich wieder nachgeguckt, ne, auf dem Undermine Journal, habe gesehen, ach, die sind auf Antonida, ist auch drin. Und da tatsächlich um einiges günstiger, hier für 25k. Regionaler Marktwert sind hier 98.000. Ich würde sagen, die kaufen auf jeden Fall mal raus. Das ist jetzt schon mal das erste Item. Dann gucken wir mal, weil so World Drops, die sind richtig kacke zu farmen. Also, das willst du eigentlich nicht. Jetzt gucken wir mal, tragen wir so mitten die Tabelle einmal ein. Und zwar einmal hier rüber. Das waren, gekauft haben wir sie jetzt für 25.200. Sagen wir mal 25k ist der Kaufpreis. Vieh hatten wir auch keins und die normalen Kosten, Durchschnitts-Market-Kosten, also regionaler Marktwert sind 98.000. Dann können wir die gleich mal lernen. So, die haben wir dann auch gleich wieder weg. Tricktreter sind das. Dann waren es, glaube ich, noch eins von mehr Items, die ich mir hier holen würde. Das ist auch nochmal ein Ingi-Item. Genau, hier. Da sind nochmal Schuhe, die hat man damals von Inselexpeditionen bekommen und die fehlen mir tatsächlich auch noch. Gut, die sind jetzt hier für 32.000 drin, die werde ich mir aber auch einmal rauskaufen und die kosten sonst 34k. Also das ist jetzt kein große Ersparnis, was ich hier mir geholt habe. Vielleicht hätte ich die noch auf einem anderen Server günstiger gekriegt, aber hier musst du, glaube ich, ein höheres Level sein und die kann ich mir auf einem anderen Server dann sowieso nicht kaufen. Dann kann ich sie mir hier auf Antonidas auch gleich so holen. So, dann nehmen wir das auch noch mit in die Tabelle auf. Gekauft haben wir sie für insgesamt 32.000 und der Marktwert waren 34.000. Da haben wir jetzt auch nicht sonderlich viel Plus gemacht. So, wir sind jetzt auf einem Zwischenstand von gekauften Items 309.000. Wenn wir sie nach dem Durchschnittsmarktpreis gekauft hätten, wären wir bei 1,3 Millionen. Wie gesagt, ich habe ja ein paar Sachen auch geschenkt bekommen, also sind wir da deutlich günstiger gefahren. Und das ist aber jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ihr seht, ich habe hier noch ein paar Plätze freigelassen. So zwischen 250 und 500.000 Gold wollte ich immer ausgeben pro Video. Und jetzt werden wir mal gucken. Wir finden bestimmt noch das ein oder andere. Das ist übrigens das Goldersparnis. 1 Million haben wir uns quasi schon erspart. Wie gesagt, die Durchschnittspreise sind halt, ja, sind halt immer so eine Sache. Aber das ist zumindest eine Orientierungshilfe. So, hier war jetzt, glaube ich, nichts mehr drin. Doch, das eine Item wollte ich mir, glaube ich, noch holen. Das ist eine Faustwaffe. Da musst du nämlich auch, ihr seht, benötigt Stufe 60. Das ist nämlich ein Item aus Shadowlands. Und eventuell die Hose. Das ist eine HC, das ist eine aktuelle HC-Hose. Die kostet auch nur 38k. Hier noch. Das aus, na gut, das können wir auch noch holen, theoretisch. Ich bin überlegen, ob ich die drei Teile kaufe. Sind unter 40k. Ah ja, komm. Kaufen wir auf jeden Fall mal die Faustwaffen einmal. Für 39.000. Kosten die. Lernen wir mal. Dann tragen wir die auch noch in die Tabelle ein. Merkt schon, langsam geht einiges an Gold raus. So, die haben wir gekauft für 39.000. Und was sind die normalerweise wert? Regionaler Marktwert 50.000. Ja, also das war jetzt ein bisschen Ersparnisgebühr haben wir natürlich keine. Habe ich hier auf dem Homeream quasi eingekauft. Dann schauen wir mal. Wir hatten dann noch die Hose und einmal die Handgelenke aus Uldir. Jetzt muss ich bloß mal hier gucken, ob wir die da vielleicht nochmal auch ein bisschen günstiger kriegen können. Also, nee, die sind da tatsächlich nicht drin. Das ist jetzt einmal hier noch Blackmoor. Da haben wir andere Sachen drin. Nee, da wird es dann teurer tatsächlich. Aber hier hätten wir auch noch eins von diesen World Drops. Das werde ich mir vielleicht nachher auch nochmal kaufen auf Blackmoor. Mal gucken. Die Fußpolster. Ja gut, die sind jetzt irgendwie auch nicht viel günstiger. Aber da muss ich, da steht jetzt auch Stufe 60 dran. Wobei, das backt manchmal. Ich glaube, für die Schuhe
brauche ich nur Stufe 50, ne? Weil die sind aus Nialota. Das müsste wahrscheinlich auch so gehen. Aber auch die kann ich mir nicht auf einem anderen Realm kaufen, weil ich keinen Bock habe, die Testchars dann 2 Level hochzuspielen, ne? Ja, komm, wenn wir schon dabei sind, dann kaufen wir heute ordentlich ein. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Hose noch für knappe 40. Und dann haben wir hier noch die Handgelenke aus Uldir, die kaufen wir auch noch ein für 36. Dann haben wir die halbwegs günstigen Sachen schon mal aufgekauft. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum da so ganz günstige Sachen nicht mehr drin sind, ich bin eigentlich jeden Tag am T-Mog checken und kaufe mir eigentlich bei allen Rüstungsklassen auf verschiedenen Servern immer alles auf, was unter 10.000 Gold kostet. Also alles, was unter 10.000 ist, kaufe ich halt immer flat instant raus und die werden wahrscheinlich sich auch gar nicht hier rentieren für das Videoformat. Gut, achso, warte mal, die Hose kann ich ja... Ah, nee. Mist, ich hätte die Hose mit einem anderen Char lernen sollen, fällt mir gerade ein, weil die ist ja tatsächlich vom Item-Level auch gut, aber mit dem hier habe ich ja eine Legendary-Hose an. War jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen dumm, die mit dem zu lernen, aber gut, eigentlich ist es mir auch wurscht. Die Twinks, ob die jetzt Gear haben oder nicht, ist eigentlich egal. So, dann tragen wir die Hose auch noch ein. Die Hose haben wir hier noch. Die hatten wir gekauft für 40.000. Und die ist im Bärzimmer bei 65. Also da haben wir auch ein bisschen was zumindest plus gemacht. Und dann hätten wir jetzt noch das Teil aus Uldir. Das ist ein BOE-Drop, was wahrscheinlich in der ganzen Indie droppen kann. Die Sachen sind auch immer echt kacke zu farmen. Das haben wir gekauft für 36 und der Durchschnittswert sind 59. Also 59 haben wir hier. Genau gekauft. 36, 5. Ja gut, dann machen wir 36 hier. 36 auch hier. Gut, dann sind wir, denke ich mal, auf Anto soweit durch. Machen wir das mal alles weg. Sonst war ja hier, glaube ich, nichts mehr drin, wo ich sage, das können wir noch mitnehmen. Da wird's dann tatsächlich schon relativ teuer. Hier wären noch hier sind noch Handgelenke drin. OP-Handgelenke für 29. Was kosten die denn sonst so? 55. Kann ich eigentlich auch noch holen. Ah, komm. Scheiß drauf. Ich glaube, wir machen heute die Millionen eher voll. Weil ich will mir auf anderen Servern auch noch was kaufen. Aber das hat mir jetzt 41.000 gekostet. Wurde irgendwie weniger angezeigt. Wahrscheinlich, weil waren schon ein günstigeres raus. Ja gut, haben wir trotzdem ein bisschen was gespart. Also, das haben wir jetzt für 42.000 quasi jetzt gekauft. Das eine Gold rechnen wir oder tun wir quasi aufrunden. Und regionaler Marktwert sind 55. So. 55, 42, 42 waren es. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Genau, 42. Gut, dann sind wir jetzt, haben wir jetzt schon ausgegeben, 466.000. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Und zwar wollte ich ja hier auf Blackmoor, wo mein Main ist, auch nochmal das ein oder andere Teil gucken. Ich hätte hier einmal Schuhe aus Nialota für 31.000 drin. Da gibt es tatsächlich keine andere Quelle. Da ist wahrscheinlich das Einzige, was im Auktionshaus ist, weil der regionale Marktwert auch 31.000 ist. Dann kaufen wir uns die mal raus. Und ich bin am Überlegen, ob ich die beiden hier hole. Den Rücken... 36 drin, regionaler Marktwert sind 39, ja okay. Und der Stecken hier, da sind wir auch noch minimal besser. Naja, holen wir erstmal das Ding raus, dann können wir das andere auch nochmal gucken. Oh, Mist, jetzt habe ich irgendwie hier das Gold rausgenommen, das wollte ich nicht. Ich wollte nur die gekauften Items, weil ich bin ja mit dem auch ein paar Sachen am Verticken. Wir müssen ja irgendwie wieder das Gold reinholen. So, Schuhe lernen wir einmal. Und dann gucken wir mal. Also, jetzt haben wir hier die Fußpolster. 31.000. Die sind ein bisschen lang. Und das war, glaube ich, auch hier 31.000. Also, da machen wir auf jeden Fall nichts. Plus, dann gucken wir, was wir noch so holen können. Guten Tag, werter Herr. Das hängt immer so ein bisschen, ne? Wenn ich einen Händler einquatsche, irgendwie will das nicht. Genau, wir wollten den Umhang holen und einmal noch hier diesen Streitkolben. Also den Umhang für 36.000 kaufen wir mal
Und den Streitkolben können wir auch nochmal kaufen für 45. Ja, diese blöden World Drops, ne? Halt auch schon nervig. So, der Umhang ist einer aus Hochfels, also das ist jetzt die NHC-Variante tatsächlich. Okay, die lernen wir. Und den Streitkolben können wir dann auch lernen. Dann müssten wir jetzt fast die Millionen voll gemacht haben. Also, dann tun wir den Umhang einmal eintragen. Für haben wir den 6, naja, 37 sind es. 37 und der Dingmarktwert sind 39. Okay. 39 und 37. Ja, die halbe Million haben wir voll. Ich wollte mir halt noch auf anderen Servern auch noch was kaufen, ne? Und dann haben wir hier einmal ein Zepter für 6 und... Ne, das ist für 46k und für 45... Ne, gut. Ja, gut. Also, ne? 46, 45, 45. Also damals ist auch kaum was gespart. Gut. Jetzt haben wir noch ein paar Slots frei. Wahrscheinlich müssen wir vielleicht die Liste noch ein bisschen erweitern. Und wir sind jetzt bei ausgegebenem Gold 579.000. Und ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal auf den anderen Server noch, was sich da so finden lässt. Wir wollten ja eigentlich so ein paar rausgepatchte Sachen, beziehungsweise halt auch die Classic-Items gucken, ob wir da was finden. Und ja, da werde ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen suchen gehen. So, ich habe jetzt etwa 1,5 Stunden Sachen auf verschiedenen Reams zusammengesucht und hatte dann ein bisschen Probleme, kleinere Beträge mir rüberhandeln zu lassen. Da gibt es ja auf dem WoW Market Discord Leute, die machen so ein bisschen Goldswaps gegen eine kleine Gebühr. Und das war jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger. Jetzt hatte ich dann später in der Nacht nur einen gefunden, der mir zumindest auf ein paar Servern, ich hatte glaube ich auf 4 oder 5 Servern Items gefunden, die ich brauchen kann. Auf zumindest 2 Servern konnte mir der das Zeug rüberhandeln für kleinere Beträge. Ihr seht schon, hier haben wir nochmal 2 Sachen gekauft. Und zwar haben wir einmal den Yuns Schatten gekauft. Das ist ein Umhang. Und den habe ich für 15.500 Gold gekauft. Beziehungsweise, was kostet der normalerweise? 80.000, ja. Das können wir auch in die Tabelle eintragen. Also, Moment, warte mal, ich kopiere den mal noch kurz raus, den Umhang. Das war nämlich jetzt einer aus Classic tatsächlich noch. Und diese Sachen sind tatsächlich ein bisschen seltener. Normalerweise 80k, den haben wir jetzt für 15.000 bekommen. Hier hinten habe ich 6.000 quasi Gold als Gebühr noch angebracht. Ich habe jetzt um die 100... Ich glaube 152.000 habe ich overall nochmal rüber getradet und musste insgesamt 30 Gold Gebühr einzahlen. Sind glaube ich 5 Items, die ich mir jetzt auf den verschiedenen Servern noch gekauft habe. Also 6 Gold Gebühr, aber da sind wir auch mit 6 Gold Gebühr sind wir jetzt auf jeden Fall noch deutlich besser gefahren. Den können wir jetzt gleich schon mal lernen. Dann habe ich mir noch eine Nachbildung gekauft für 8.000. Die ist normalerweise im Durchschnitt für... seht ihr hier 39k drin. Die kannst du easy auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt holen, aber ja, für 8k kann ich es mir auch kaufen. Ne? Also da ist jetzt nicht viel kaputt gemacht. Dachte ich mir, dass nicht ganz so wenig Gold ist auf diesem einen Server, habe ich mir das noch zusätzlich geholt. Und jetzt mal gucken, wie viel waren das jetzt genau. Für 8k haben wir sie gekauft und 39 waren quasi der... normaler Einkaufspreis, 8k. Genau, das wäre soweit dieser Server. Da kann ich dann eigentlich meinen Char wieder löschen, beziehungsweise die restlichen 500 Gold können wir mal für Pets noch raushauen. Kaufen wir uns irgend so ein Pet, das sowas um den Dreh rum kostet, dass wir hier nichts herschenken. Also wir haben 510. Was haben wir denn hier? Ist irgendwas dabei, was das wert ist? Hier schon mal, da sagt er mir 7000 Gold im Schnitt. Kaufen wir das doch, können wir vielleicht noch ein bisschen Gewinn machen. Dann können wir auch den Server wieder schließen. Ich hatte zwischenzeitlich tatsächlich das Problem mit Testchars. Und zwar kannst du anscheinend in einer gewissen Zeitwoche, wurde mir gesagt, 4 Testchars in der Stunde kannst du nur erstellen. Und da bin ich tatsächlich ans Cap rangekommen und konnte dann keine Chars mehr machen. Hier habe ich übrigens auf Ravencrest oder wie man das auch immer aussprechen mag, was gekauft. Und jetzt gucken wir mal noch, ich meine auf Maligos hatte ich noch 1, 2 Teile. Da loggen wir jetzt nochmal schnell rüber.
Ich wollte dann eigentlich noch auf Dark Moon Fair und sowas kaufen, aber da war dann leider keiner bereit, mir was zu handeln, oder die Beträge waren quasi einfach zu gering für die Leute. So, ich habe euch das Einloggen mal erspart, weil das bei mir tatsächlich mit den ganzen Addons ein bisschen länger dauert. Jetzt haben wir hier nämlich noch drei Items auf dem letzten Ream. Und zwar sind das, wie ihr seht, dreimal Umhänge. Das sind diese Umhänge aus WOD. Da fehlen mir, oder haben mir noch ein paar Sachen aus Heimall gefehlt. Und die sind halt scheiß selten, die Dinger. Ne? Wir haben hier einmal einen mythischen Umhang. Und zwar für 55.000 habe ich den eingekauft. Das ist relativ teuer. Und Region Market Value sind 82.000. Das war jetzt nicht so ein Riesenersparnis, aber ich habe den auf kaum Reams gefunden und hier waren auf einem Ream quasi dreimal Umhänge und ich habe eh schon ziemlich gestruggelt, dass ich Leute gefunden habe, die mir Beträge getradet haben, die unter 500.000 sind. Also die Leute sind alle so ein bisschen, ne, hochnäsig geworden und so kleine Beträge, 200.000, 300.000, was ich jetzt machen wollte, wollte mir keiner traden. Ne? Ich habe jetzt dann einen nach längerer Zeit tatsächlich dann noch gefunden. Gut, den können wir jetzt schon mal in die Tabelle eintragen. Also, wir hatten fast 83.000 quasi normalen Preis und 55 kann man gekauft. Ja, also das geht tatsächlich. So. 55.000, dann können wir den schon mal lernen. Dann habe ich noch zwei günstigere gefunden. Hier einmal einen für, das ist aus dem HC ein Umhang. Der ist Warforged, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt unbedingt, obwohl der hat keine andere ID und ich sehe, das ist der letzte von der Art von den Umhängen. Der hat mich jetzt hier 25.000 und 39 hätte er normalerweise gekostet, also im Durchschnitt. Also machen wir, ups, jetzt habe ich den nicht kopiert, Moment. Das ist quasi der hier. Da haben wir dann einmal 39 und 25. Den lernen wir dann auch noch. Und dann haben wir den letzten noch. Das ist auch einer aus dem Hochfels. Und zwar ist der, habe ich den für knappe 20 gekauft. Und normalerweise ist er für 33 drin, also auch ganz gut. Auf Anto sind übrigens diese ganzen Umhänge nicht drin. Ich glaube, obwohl einer war drin für 70.000, aber das ist mir dann tatsächlich ein Ticken zu teuer. Also 33 und 19 haben wir. 33 und 19. Und ihr seht, wie ob ich es geahnt hätte, ne? Es geht genau raus von den Sachen, die ich mir jetzt geholt habe. Wir haben overall ausgegeben 701.000 Gold und wahrscheinlich noch ein paar Zackte. Vielleicht kommen da 702 oder 703 raus, ne? Also ich habe jetzt hier nur die Tausender-Schritte gerechnet. Wenn ich es mir immer für den durchschnittlichen Marktwert gekauft hätte, wären es 1,9 Millionen. Also sind wir deutlich günstiger gefahren. Plus, Moment hier, das macht irgendwie keinen Sinn. Irgendwie hat es das anscheinend nicht. Moment. Aber das macht trotzdem noch keinen Sinn. Ach so, doch, ich habe ja was geschenkt bekommen. Ne? Mit Gebühren sind wir bei 679.000. Ich habe ja zwei Items für etwa 50.000 geschenkt bekommen. Es waren jetzt nur 30.000 Gebühren overall. Und insgesamt haben wir uns 1,2 Millionen gespart, indem ich jetzt so ein bisschen auf verschiedenen Servern auch gesucht hatte. Genau. Und ja, das ist eigentlich soweit das mit den Items. Jetzt würde ich sagen, ich logge nochmal kurz zurück auf meinen Main und dann gucken wir uns jetzt an, wie die Liste so ein bisschen geschrumpft ist, würde ich sagen. So, Dala, jetzt gucken wir zum Ende nochmal hier kurz im All of Things nach. Wir hatten uns jetzt ein paar Sachen gekauft, unter anderem ist hier einmal Stratholm rausgeflogen, wo wir uns den Umhang geholt hatten. Also sind es da schon mal ein bisschen weniger Items. Dann in Wottel haben wir einmal hier Asiol Narub rausbekommen. Da haben wir ja, das ist eine, ich glaube, das war ein Ledergürtel, oder? Da ist jetzt bei mir nur noch quasi ICC drin, was auch ganz nice ist. Und in Warlords of Draenor waren es hier einige Umhänge im NHC, HC und Mythic. Ich glaube, im NHC waren es 4 und dann einer im... Hier nochmal updaten. Da hatten wir ja 2-3 gekauft, dann war es im Mythic einer und im HC einer und da haben wir jetzt zumindest Mythic HC rausgekriegt, sind hier noch ein paar NHC-Umhänge und dann wäre ich da auch fertig. Da werden wir das nächste Mal dann nochmal so ein bisschen gucken, also wenn es dann wieder Richtung Waste of Money Video geht und ja, damit sind wir dann tatsächlich auch am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, Survivor, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.